Heuer findet Vienna Pride unter dem Motto Stay Safe, Stay Proud vom 7. bis zum 20. Juni statt, mit der 25. Wiener Regenbogenparade am 19. Juni. Gerade in Krisenzeiten wie diesen sind Sichtbarkeit, Lebensfreude und ein starkes Miteinander umso wichtiger, genauso wie das gemeinsame Eintreten für Sichtbarkeit, Respekt und gleiche Rechte. Und für dieses Miteinander gehen wir am 19. Juni inzwischen zum 25. Mal mit der Regenbogenparade auf die Straße. Wir gehen dabei ganz bewusst zurück zu den Wurzeln, nämlich ohne Trucks, so wie es bei der ersten Regenbogenparade dazumal 1996 gewesen ist. Das heißt, dieses Jahr demonstrieren wir zu Fuß, mit dem Rollstuhl oder am Fahrrad. Natürlich ist diese Veränderung auch der immer noch andauernden Pandemie geschuldet, aber die LGBTIQ-Community, also die Community der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, intergeschlechtlich und queeren Menschen, wird zeigen, wir können auch mit reduzierten Mitteln die größte Demo Österreichs mit der besten Stimmung machen und für Menschenrechte, Respekt und Akzeptanz auf die Straße gehen. Für die LGBTIQ-Community war das letzte Jahr ein sehr schwieriges Jahr. Es konnten viele Vereinstreffen nicht stattfinden, Treffen, bei denen man zusammenkommt, für die Community arbeitet, Beratungsstunden anbietet, sich gegenseitig unterstützt. LGBTIQ-Jugendliche konnten keine Jugendgruppen aufsuchen, mussten ihre sozialen Kontakte auf die Familie beschränken, waren zu Hause teilweise eingesperrt. Ein Zuhause, in dem LGBTIQ-Personen oftmals nicht akzeptiert werden und stattdessen täglich hören, sie wären nicht richtig, so wie sie sind. Oder auch, dass Veranstaltungen und Clubs geschlossen bleiben mussten und bis heute geschlossen sind. Orte, die für die LGBTIQ-Community Safe Spaces sind, Orte, wo sie Anschluss finden, wo sie Freundschaften bilden, Orte, an denen sie so sein können, wie sie sind, oder herausfinden können, wer sie sind und nicht, wie sie zu sein haben. Orte, wo sie sicher sind vor Anfeindungen und Diskriminierungen. Es war vor allem auch sehr, sehr hart, dass wir letztes Jahr Vienna Pride komplett absagen mussten. Die sonst so präsente Sichtbarkeit reduziert wurde und wir parallel dazu sehr, sehr schlimme Entwicklungen in unseren Nachbarländern entdecken konnten. Zum Beispiel die Entstehung der LGBTIQ-freien Zonen in Polen oder die Aberkennung der Rechte von Transgender-Personen in Ungarn. Und absurd wurde es in Österreich dann, als letztes Jahr plötzlich hieß, dass wir einen Blutkonservenmangel haben, aber dennoch schwulen und bisexuellen Männern verwehrt wurde, diese kategorisch ausgeschlossen wurden, Blut zu spenden. Es sind also noch immer veraltete und falsche Denkmuster, falsche Annahmen und Vorurteile gegenüber der LGBTIQ-Community in den Köpfen verankert. Und das ist immer das Wichtigste, die Message, die wir versuchen, nach außen zu tragen. LGBTIQ-Menschen können nicht kategorisiert werden. Sie sind Menschen wie alle anderen. Sie haben die unterschiedlichsten Hobbys, Berufe, Interessen, arbeiten in den konträrsten Unternehmen, haben die unterschiedlichsten Überzeugungen, Lebenseinstellungen oder Zukunftspläne oder führen auch die verschiedensten Beziehungsmodelle, genau wie alle anderen Menschen auch. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass einmal im Jahr im Zuge von Vienna Pride LGBTIQ-Menschen zusammenkommen, sich und ihre Kultur in der Öffentlichkeit sichtbar machen und dazu einladen, gemeinsam für ihre Rechte einzutreten. Einmal im Jahr sieht man dann auch, wie viele Freundinnen, Familienmitglieder, Arbeitskolleginnen bereits mitkommen, weil sie unsere so gute Sache unterstützen möchten und für eine bessere gemeinsame Welt eintreten. Und dieses eine Mal im Jahr sehen jene LGBTIQ-Menschen, für die ein Outing noch zu riskant ist, sie sind nicht